Festival gibt es jetzt zum 8. Mal. Hat einige stattgefunden in einem ganz, ganz kleinen Rahmen. Auf dem Sportplatz hier in Geisa, so hat das angefangen. Also das allererste, muss man dazu sagen, war schon mal hier an den Ulsterwiesen. Da war es aber leider ein bisschen schwierig mit dem Wetter, haben ein bisschen Pech gehabt und haben uns dann dazu entschlossen, auf den Sportplatz zu ziehen und haben dann nach 2-3 Jahren einfach entschieden, dass wir wieder das Festival dahin bringen, wo es einfach zuerst stattgefunden hat und sind jetzt wieder auf den Ulsterwiesen hier in Geisa. So ein Festival hier zu veranstalten ist schon nicht so einfach, weil das einfach von der Logistik her auch sehr schwierig ist, weil man hat ja auch keine Stromanschlüsse, keine Wasseranschlüsse und deshalb ist es schon sehr, sehr schwierig, dieses Festival hier einfach in die freie Natur einfach zu integrieren. Aber man arbeitet dann halt mit Stromgeneratoren und mit Wassertanks, um Toiletten zum Beispiel mit Wasser zu versorgen und das ist schon ein sehr großer logistischer Aufwand. Also wir sind die Drogerie, wir sind ein teils vom Land finanziertes Drogenaufklärungsprogramm, was im niedrigschwelligen Bereich arbeitet. Sprich, wir fahren in Thüringen auf Elektro- und Techno-Veranstaltungen, auf Festivals etc. Sind da mit unserem Wohnmobil unterwegs, bauen hier so eine kleine Area, wo man sich wohlfühlen kann auf, bieten meistens ein bisschen Obst an und die Leute können einfach zu uns kommen, können sich über Drogen informieren, können sich über Safer Use informieren, können sich über einen Drogennotfall informieren, sprich, was kann ich tun, wenn ich merke, es geht jemandem schlecht, über Risikofaktoren wie zum Beispiel Mischkonsum, lauter solche Sachen. Wir sind einfach da. Wir bedanken uns natürlich beim Wettergott für dieses Jahr, weil er uns echt, sage ich mal, den Arsch ein bisschen gerettet hat und alles gut ist. Und ganz wichtig ist natürlich auch bei der Stadt Geisa, weil die Zusammenarbeit sehr, sehr gut funktioniert mit allen Ämtern, die so dazugehören, um so ein Festival einfach stattfinden zu lassen. Und natürlich sind auch so viele Helfer dabei, die einfach dieses Festival am Leben halten, die mit das organisieren. Das wäre gar nicht möglich ohne diese ganzen Mitarbeiter, die dafür Stunden opfern, manchmal sogar Urlaub opfern, um Bauzäune zu stellen, Wohnwagen hinzustellen, Bühnen zu stellen, Technik zu stellen. Dann kommt natürlich dazu, dass wir die Feuerwehr hier vor Ort haben, die sich darum kümmert, dass alles reibungslos abläuft. Das ist schon sehr ein großes Konstrukt, was da zusammenkommt und da bei den ganzen Leuten möchten wir uns einfach mega bedanken. Thank you.